Moin Leute und willkommen zurück zu Fallout 4 Caveman Challenge. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich hier im Pausenmenü starte. Das hat einen ganz simplen Grund, denn wenn ich jetzt nicht in diesem Pausenmenü wäre, dann würde diese Erinnerung wieder von vorne beginnen und das möchte ich nicht, weil dann würde ich wieder vollgequatscht werden und könnte euch nicht vollquatschen und deswegen gehen wir jetzt aus dieser Erinnerung raus mit einem Klick auf den Fernseher. Ah, da sind wir wieder. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Das war schon eine ziemlich blöde Erinnerung, muss man sagen, weil wir haben gesehen, wie unser Sohn, also beim letzten Mal, wer es nicht gesehen hat, wir haben gesehen, wie unser Sohn uns weggenommen wurde und dann bei einem anderen Vater aufgewachsen ist, also bei dem guten Kellogg, der kein schlechter Vater war, beileibe nicht, aber naja. Wenn ich mir das nächste Mal eine Lebensgeschichte ansehen muss, möchte ich Popcorn. Also wenn du fit genug bist, um Witze zu reißen, würde ich sagen, dass dein Zustand nicht kritisch ist. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Hast du es nicht gesehen? Naja. Es gibt mehr als eine Person, die etwas über das Institut weiß. Virgil, der entflohene Wissenschaftler. Ich wusste nicht, dass Institutswissenschaftler desertieren können. Das ändert alles. Er könnte so manche Frage beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Nicht einmal, um sich zu verstecken. Vielleicht der gute Virgil schon, weil da eben... Also wahrscheinlich ist er tot. Also wie das da rechts schon steht. Wahrscheinlich hat Kellogg ihn einfach schon den Gar ausgemacht. Aber es wäre das perfekte Versteck, weil das eben keiner vermutet. Dann ist er schon tot. Das ist Zeitverschwendung. Nein. Er ist sicher nicht grundlos dorthin gegangen. Er muss noch leben. Er war sicher vorbereitet. Bedenke, uns fehlen die Alternativen. Du musst ihn suchen. In diesem Meer aus radioaktiver Asche. Radioaktiver Asche? Ist da irgendwas in die Luft geflogen? Vielleicht ein altes Atomkraftwerk oder sowas? Oh nein, da gehe ich nicht hin. Das ist doch verrückt. Und in die Erinnerungen eines Toten einzudringen, war nicht verrückt? Du hast schon einmal das Unmögliche getan. Warum nicht ein zweites Mal? Du kannst es gern noch einmal überdenken, aber mir fällt sonst nichts ein. Durch das leuchtende Meer zu Virgil. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Moment. Du hast erst den Host getrennt und dann mich? Wie soll das denn funktionieren? Da werde ich doch vom Server gekickt. Mann! So, okay, wir müssen mit Nick sprechen. Der müsste ja hier auch irgendwo rumhängen mittlerweile noch. Vielleicht ist er auch schon wieder gegangen, so nach dem Motto, ach, fuck you, ich hau ab. Da hinten ist er. Okay, reden wir mal kurz. Na, wie sieht's aus, alter Freund? Hey, Valentine. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Och nee, komm, bitte. Ich hab's mir schon gedacht, aber das ist... Wieso hat sie den Hippocampus nicht entfernt? Ah. Was hast du gesagt? Was? Wovon redest du überhaupt? Okay, er hat jetzt eine... eine multiple Persönlichkeitsstörung. Na gut. Tja, ganz sicher können dir das nur ich und Kelloggs Erinnerungen sagen. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ich könnte auch zurück nach Diamond City gehen. Du hast ja schon Gesellschaft. Erstmal eine Frage zum leuchtenden Meer. Wir müssen zum leuchtenden Meer. Irgendwelche Ratschläge? Ich bin ein Synth, also ist Strahlung kein Problem für mich. Aber eine alte Powerrüstung könnte genau der Schutz sein, nach dem du suchst. Oder du deckst dich bei allen Chem-Händlern mit so viel Radex und Radaway ein, wie du finden kannst. Verstehe. Gut, ich werde erstmal wieder Pepper mitnehmen, weil, ich meine, die hat mittlerweile, ist schon ein eingefleischter Partner von uns. Also, jetzt, ich will wissen, was ich meine. Wir sehen uns, Nick. Viel Glück da draußen. Du weißt, wo du mich finden kannst. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal was anderes, denn wir haben beileibe wahrscheinlich nicht genug Red X und Red Away und so eine Powerrüstung. Da hatten wir jetzt, also theoretisch könnte ich natürlich die Powerrüstung nehmen, aber ich möchte jetzt erstmal wieder die ganzen Sidequests erledigen, denn wir haben uns eigentlich schon viel zu viel Zeit damit gelassen, jetzt die Hauptstory zu machen. Beziehungsweise, es wäre jetzt wieder an der Zeit, ein bisschen Nebenstory zu machen. So ist es ja nicht. Und da habe ich auch sehr, sehr große Lust drauf. Vor allem,
müssen wir immer noch die Constitution retten. Oder was heißt retten? Wir müssen ihnen immer noch die Teile bringen, die sie brauchen. In Diamond City müssen wir auch noch so ein paar Sachen erledigen. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. So viel zu tun und so wenig Zeit, wie man so schön sagt. Würden wir denn langsam mal in die Stadt kommen, lieber Ladebildschirm? Dankeschön! Okay, Nick haut schon mal ab. Schauen wir doch mal kurz in unsere Daten rein, was wir noch zu tun haben. Erstmal das leuchtende Meer können wir schon mal anklicken. Gucken wir mal auf die Karte, was so in der Nähe noch rumhängt. Genau, wir müssen immer noch... wir müssen eigentlich in den Vertibird steigen, aber was ist, wenn ich den Behemoth dann einfach so besiege? Wollen wir das heute mal ausprobieren, ob wir den Behemoth einfach so besiegen können? Wir gehen mal nach Nordhagen Beach und versuchen es einfach mal. Ich meine, was soll schon passieren? Ich meine, im schlimmsten Fall ist er uns einfach komplett überlegen und wir müssen das halt irgendwann später probieren, aber den Versuch ist es immerhin wert. Ich meine, wir können mittlerweile schon Todeskrallen besiegen und das mit gewisser Leichtigkeit schon fast. Klar, so ein Behemoth ist ungefähr 5-mal so groß und wahrscheinlich auch 5-mal so stark, aber den Versuch ist es immerhin wert. Wenn uns denn der Ladebildschirm in einigermaßen entspannter Entfernung der Zeit, entspannter Zeitlänge dazu vordringen lassen würde. Das ist wirklich, also ihr wisst ja, wie ich dazu stehe, zu so einem Ladebildschirm. Ja, ist eine schöne Sache, ja. Ist auch schön, dass sich hier so eine Küche gerade dreht, nur ich würde auch gerne spielen, ja. Dankeschön, vielen Dank. Gut. So, wo müssen wir denn lang? Wir müssen Richtung Süden. Haben wir kurz auf der Karte geschaut. Wir müssen eigentlich ja nur diesem Weg hier folgen. Ich speichere mal kurz, bevor uns noch irgendwas geschehen sollte. Und dann schauen wir uns mal hier um. Hier ist ein abgestürztes Flugzeug. Ich weiß nicht genau. Das ist halt so falsch rum in den Sand eingegraben. Ich hoffe... An sich dürfte hier nicht mehr viel sein. Ich meine, irgendwie ist hier alles zerstört. Natürlich sind da hinten die Supermutanten bei Fort Hagen. War das Fort Hagen? Dies hier heißt dann... Nee, Fort Strong, genau, Fort Strong. Nordhagen Beach heißt das hier, die Region. Oh, eine Powerrüstung. Ja, gut. T-60 sogar. Ich glaube, T-60 war gut. Gehen wir mal rein. Wir haben ja sowieso noch, glaube ich, 5... Unerwünschte Gäste auch vom Leib. Ich glaube, wir haben noch irgendwie 5 verschiedene Fusionskerne. Junge, Junge. 11 Stück. Wir haben 11 Fusionskerne. Okay, das sollte vorhalten. Kann ich jetzt... Oder muss ich das vorher ranmachen? Ich meine, wir haben ja gerade ein rechtes Bein, rechter Arm. Ja, mal kurz schauen. Der Torso ist zum Beispiel hier besser. Ah, nee, doch, den kann ich jetzt anziehen. Okay, wäre auch ein bisschen umständlich. Ach so, das ist kaputt, okay. Ach so, die sind alle kaputt. Das ist natürlich blöd. Na gut, dann müssen wir uns jetzt einfach so damit rumkämpfen. Aber ich denke, an sich sollten wir eine ganz gute Rüstung damit abgeben. Und falls es nicht funktioniert, werde ich damit einfach zurückreisen und dann werden wir unsere Sachen reparieren und dann... Ach guck mal, funktioniert auch so. Töte den Supermutanten Behemoth. Das wird ein Spaß. Ich meine, mit der Rüstung hier haben wir natürlich einen gewissen Vorteil. Okay, jetzt geht's schon los. Wir haben natürlich einen gewissen Vorteil, aber... Oh Gott. Wie lange wird das vorhalten, ist die Frage. Zack, kritisch. Putz. Natürlich ist er mutiert, klar. Muss ja sein, weil es so viel Spaß macht. Oder kommt er schon? Lass mich mal in Ruhe. Okay, okay, der ist stark. Der ist verdammt stark. Ich werde jetzt mal probieren, mich mit irgendwas zu essen hier zu heilen. Bevor wir jetzt gleich die Stimpaks angreifen. Ja, was haben wir noch? Ein Jet können wir jetzt eigentlich auch mal nehmen. Einmal kurz geschaut. Mutantenkeule, sehr gut. Zack, zack. Schon mal der weniger. Und jetzt probieren wir uns mal den Behemoth zu greifen. Oh, das wird dauern. Das wird dauern, aber wir machen ihm mal ein bisschen Schaden. Also, so schlimm sieht es nun auch nicht aus. Okay. Mutantenkeule. Aua. Du bist laut, verdammt. Du bist verdammt laut. Okay, erstmal schnell ein Redaway. Dann ein Stimpak. Und dann... Ich möchte mich erstmal um die anderen Supermutanten hier kümmern. Aus zwei Gründen, denn zum einen... zum einen machen die uns natürlich auch gewissen Schaden. Und zum anderen können wir dadurch unsere
Crit-Leiste wieder hochziehen. Zwar nicht extrem. Oh, ich kann auch gar nichts machen. Zwar nicht allzu extrem, aber zumindest ein wenig. Ein kleines Vieh macht ja, wie man so schön weiß, auch Mist. Aua. Okay, wir sterben zumindest nicht durch einen Schlag. Das ist schon mal ein guter Anfang. Na, das bringt gerade gar nichts. Aua. Nein. Kann ich das? Nee. Okay, ich glaube, das müssten alle Supermutanten gewesen sein. Jetzt ist nur noch der Behemoth da. Ah, ne, es waren noch nicht alle. Ich komme hier nicht weg. Okay, Gott sei Dank. So. Zack. Okay, der Behemoth ist ja auch ein Nahkämpfer. Das heißt, theoretisch könnte ich auch Pepper ein bisschen daran lassen. Okay, er wirft Steine. Okay, hauen wir mal ein bisschen aufs Westbrett. Sehr gut. Was? Wir können das blocken? Wir können von dem dicken Ding so einen Schlag blocken? Wie krank ist das denn? Okay, das können wir natürlich nicht blocken. Das ist ja auch ein AOE-Schaden. Okay, machen wir nochmal ein bisschen AP-Minimierung. Okay, ich werde ihn einfach nur noch versuchen abzublocken. Bis die AP wieder da sind. Auch wenn die AP immer ein bisschen runtergehen dadurch. So, jetzt probieren wir es mal. Critical! Bam! Okay, wir machen ihm aber schon ganz gut Schaden, muss man sagen. So ist es ja nicht. Okay, ich habe verstanden. Autsch. Ich komme hier nicht weg. Oh Gott sei Dank. Nochmal ein bisschen raufballern. Komm schon, stirb einfach. Behemoth. Nice. Krass. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass das funktioniert. Sehr schön. Okay, Todeskrallenfleisch. Ja. Metallrüstung, nehmen wir die mal mit. Eine Schreibmaschine, okay. Pepper, geht dir jetzt auch wieder gut? Das ist sehr schön. Meine Herren. Eieiei. War es das eigentlich schon? Okay, unsere Rüstung ist komplett kaputt, sehe ich gerade. Auf der linken Seite. Komplett zerstört, aber wir haben es irgendwie geschafft. Haben zwar ein paar Stimpaks dafür benutzen müssen, aber das soll mir eigentlich recht sein. Kampfflinte fügt zunehmend Schaden mit steigender Anzahl der Entzüge durch, die du gerade durchmachst. Das ist lustig. Dich ist lustig. Alright. Okay. Wir können jetzt, also war es das jetzt schon? Müssen wir jetzt nur noch da vorne jetzt praktisch Fort Strong sichern? Beziehungsweise die Waffenkammer? Das wäre schon fast zu einfach. Ich glaube, ich lasse das Ding mal hier stehen. Weil das bringt uns ja sowieso nichts mehr. Wie ging denn das nochmal? Ach, da musste ich zu einer Power... Könnte man die nicht einfach so verlassen? Nee, ich glaube, ich musste zum Power-Rüstungsgestell, ne? Na gut, dann laufen wir jetzt nochmal ein bisschen hier rum. Wir haben ja sowieso noch genug Fusionskerne. So ist es ja nicht. Na trotzdem... Ich würde gerne wieder normal rumlaufen. Wahrscheinlich bringt uns das auch noch gewissen Schutz. Auch wenn es komplett zerstört ist. Ein bisschen Metallschrott sollte ja immer noch da sein. Und wir haben ja noch unsere eigene Rüstung. Die darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ich muss sagen, also, ich hatte ja erst den Gedanken, da ohne Powerrüstung zu hinzugehen. Das wäre wahrscheinlich ein ziemlich kurzes Vergnügen geworden, aber auch mit Powerrüstung war das jetzt nicht so allzu einfach. Okay. Wie findet man hier drin überhaupt etwas? Ja, wie man hier drin was findet, das weiß ich auch nicht. Fleischsack. Ah, da kommen wir natürlich nicht durch. Ausgegebenen Gründen. Oh, legendärer schon wieder. Von dir habe ich auch schon genug gesehen, mein Lieber. Oh, du hast einen Hammer. Schön. Schicken Hammer hast du. Also, dass die dann immer sich auch wieder hochheilen müssen, das ist halt die Sache, die mich so extrem stört. Zack. 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 So, jetzt hätten wir das schon mal. This safe Knackers Kampfrüstung. Vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern.
Sieht sogar ganz gut aus. Schauen wir mal. So, hier drüben war noch ein Kollege. Können wir den... Ah ja, natürlich. Wir können ja auch durch. Perfekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich ist es ja immer so, dass man beim Schleichen dann nicht unbedingt an Größe verliert. Zack. Schönen Rücken geballert. Der auch schönen Rücken geballert. Gutes Teamwork. Okay. Nehmen wir nochmal kurz etwas zu essen ein. Was haben wir denn hier noch hier Leckeres? Gegrillte Red-Kakerlake. Gebackene Blähfliege. Lecker, lecker. Lecker Schmecker. Zack. 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 Weg mit dir. Weg mit dir, sprach das Tier. Jetzt verschwinde von hier. Autsch. Böser Typ. Critical. Total übertrieben, aber naja. Dann ist er immerhin weg. Und zack. Und zack. Gut, das war's. Vielleicht können wir hier noch ein paar Stimpaks finden, damit wir uns wieder ein bisschen aufstocken können. So. Ich bin gerade extrem zufrieden. Was ich vorhab, ich weiß es selbst nicht so ganz. Ich möchte mich hier erstmal ein bisschen umgucken. So, wir müssen jetzt diese Waffenkammer sichern. Wir wissen nur selbst nicht, wo sie ist. Die Supermutanten wussten wahrscheinlich noch selbst noch nicht mal, dass hier überhaupt eine Waffenkammer rumliegt. Oh, Toilette, da ist vielleicht ein Stimpak? Ah ja, da sind ja immer so Erste-Hilfe-Kästen. Ist ganz nützlich, sagen wir es mal so. Ein Aufzug? Müssen wir mit dem fahren? Ich schau mal kurz auf die lokale Karte. Auf die Lokaka. Sprich mit Preston. Fahren wir mal hoch. Was für ein... Keine Ahnung, ob es was bringt, aber wir müssen ja wahrscheinlich die gesamte Waffenkammer hier sichern. Ich kann gerade nicht speichern. Wahrscheinlich hüpft gleich Pepper wieder vor unserer Nase rum. Oder sie ist dann plötzlich schon oben. Ah ja, sie ist natürlich plötzlich schon oben. Wir haben eine Nuka-Cola, aber nur eine Flasche leider. Immer diese Kalender, die finde ich immer so richtig herrlich. So. Noch irgendjemand, der hier aufmucken möchte? Was? Purified Water? Tatsächlich. Wieso packt man das denn ins Klo? Na gut. Schauen wir uns weiter um. Ist das der Eingangsbereich? Nee. Das ist was anderes. Das ist ein Supermutant, der sich natürlich wieder leicht verrät durch sein Gelaber. Er ist nur zu so etwas imstande. Ach, Pepper, das weiß ich doch selbst nicht ganz. Würde ich ja auch gerne herausfinden. Oh, hallo. Na, wie geht's dir, mein Lieber? Lust zu verrecken? Anscheinend schon. Dann haben wir noch ein kleines Hündeli, das ich leider nicht treffen kann. So. Okay. Also irgendwie ist hier drin ja überhaupt gar keine Gegenwehr zu spüren. Zumindest sind wir einfach, wir sind einfach zu krass dafür. Natürlich, also ich bitte dich. Ein bisschen Putzmittel. Brauchen wir ja alles nicht. Also brauchen wir wahrscheinlich schon, nur ich wüsste jetzt nicht, dass wir etwas brauchen davon. Ist hier noch irgendwo ein Fusionskern? Das würde sich ja zumindest anbieten hier. Was? Niemand. Oh, hier ist Red, sehe ich gerade. Na, wie geht's? Na, ich möchte ja... Den hier, genau. Zack. Zack. Batz. Richtig ins Gesicht geschlagen, Junge. Na, kleines Hündli. Wie geht's? Oh. Seht ihr unsere HP? That is close. Okay. Ja gut, der hat uns mit dem Raketenwerfer angeschossen. Hätte ich vielleicht ein wenig, hallo? 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 Okay, jetzt nimmt er wieder auf. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Sag mir jetzt nicht, dass ich kein einziges Mal darin gespeichert habe. Okay. Es wurde automatisch gespeichert, immerhin. Immerhin. Na gut. Ich sollte wirklich häufiger speichern, aber das sage ich mir jedes Mal. Ich vergesse es einfach immer.
Nur wenn man halt mitten im Kampf ist, dann denkt man doch nicht an Speichern, oder? Tut man das? Ich nicht. So. Also zumindest haben wir jetzt hier unten schon mal alles aufgeräumt. Die mussten ja scheinbar wirklich alles aufheben. Die mussten alles aufheben, ja. Ich will nochmal immerhin den Aufzug finden. I'm looking for an Aufzug. Ja, ja. Okay. Okay, wo geht's denn hier lang? Also immerhin zum Aufzug möchte ich noch, bevor wir den Part hier beenden. Habe ich hier noch alles geplündert? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hier ist eine Küche. Esso-Trink. Okay, ich glaube, wir sind hier falsch. Ich meine, wir müssten da hinten irgendwo lang. Na, hier sieht es schon besser aus. Wo ist denn der Aufzug? Where is the Aufzug? Tell me, boy, where's the Aufzug? Ich glaube, der war hier drüben. Ha, look at that Aufzug. Okay, ich würde aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch auch noch eine wunderschöne Zeit. Und wie immer, bye, bye.